Ja, Hallöchen. Wir sind wieder bei Forewarned. Was? Achso. Was? Nichts, alles gut. Was hast du denn jetzt gedacht? Dass es gerade dunkel geworden ist. Achso. Ja. Achso, ja, okay. Ich dachte schon, du hättest gedacht, ich hätte das falsche Spiel angesagt oder so. Nein. Ja, und wir kommen ja immer, wir grooven uns immer mehr rein in die ganze Sache. Wo bist du denn eigentlich? Jetzt bin ich da. Ich brauche jetzt genauso lange bei dem wie bei Phasmo wahrscheinlich. Also, ja, bei Phasmo geht es jetzt schneller und dafür brauchst du hier jetzt lang. So als ja. Ausgleich. So, was können wir jetzt mit dem Kompass? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Lass es erstmal weg. Ich nehme wieder meine üblichen Sachen. Oh, das Amulett habe ich ja, genau, das Amulett. Ach ja, ich habe mir ja noch nichts Neues kaufen können. Das Amulett ja gekauft. Ich ja nicht. Aha. Oho. Ja. Ja, den OCC brauchen wir ja eigentlich kaum noch. Einen Seismon nimmst du mit, oder? Ja, habe ich. So, ja, also wir sind ja noch... Oh. Eher Meister des Versagens in diesem Spiel, aber trotzdem macht's Laune. Deshalb haben wir gerade wieder Bock. Achso, ich könnte meine Taschen noch zusätzlich. Das ist zwar eher ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin. Was ist das? Komische Geräusche schon hier. Bin ich nicht richtig. Geld finde ich richtig. Ich habe lange keine Spinnen mehr gesehen. Hast du das ausgeschaltet? Nee. Ich habe wieso lange keine mehr? Ich habe gar keine Spinnen mehr, wenn ich nicht. Ja, aber wann hättest du denn welche sehen sollen? Ja, wenn ich einen Sarkophag aufmache, da ein Spinnennetz drin ist. Ja, aber ist, wir haben doch gestern erst gespielt, da waren doch Spinnen. Ja, aber jetzt nicht mehr. Aber nur in einer. Oh ja, da ist einer drin. Hab doch gerade erst angefangen. Gott soll ich sagen, lange keine Spinnen mehr gesehen. Ja, aber gestern auch schon nicht mehr. Das. Ja, dafür haben wir dann Schlangen gesehen. Das, so, hier ist also der Dingsraum. Ah, okay. Der Eingaberaum ist hier hinten, ne? Das war wohl richtig, okay. Was hast du gemacht? Foto von der Mumie. Okay. Also da hinten ist der Eingaberaum. Also ja. Foto von dieser Mumie hier. Ja. Okay. Weil wir Überreste sammeln. Also ich stand da und dann hieß es dann, okay. Man soll sich die Ziele angucken. Weil ich hatte ich hatte die auch mal irgendwann fotografiert, aber da hatten wir wahrscheinlich das Ziel dann nicht. Und dann, genau. Oh. Okay, ja, geh du mal da drüben entlang. Ich geh mal woanders. Okay, das hat auch nicht mehr geholfen. Also es hilft immer nur einmal. Ja, aber da passiert jetzt wieder was. Okay, was ist das hier? Verfolgen Sie beobachtete Phänomene auf der... Was? Hast du das jetzt gerade? Nee. Dann habe ich Schritte gehört. Dann habe ich Schritte... Okay. Ach, da bist du. Ja. Oh, und... Oh, kaputt macht er, ja. Mal gucken. Beweise, Zerstörung, Schritte. Mehr habe ich noch nicht. Nö, nee, schon. Woher auch? Who are you? What is your name? Hier noch weiter. Keine Antwort, aber er tappt hier ganz schön hinter mir rum. Oh, das kann auch ich gewesen sein. Nee, oh, das war's. Was war das? Ach, hier bin ich wieder in dem. Ja, da kommt man garantiert rein. Ich weiß nur nicht wie. Bisher finde ich das hier gerade sehr übersichtlich. Aber uns fehlen irgendwelche. War da die Mumie? Nee, war da nicht. Oh, da gibt's eine Treppe hoch. Da war man noch nicht.
Ja, ich habe da eine Treppe gefunden. Ich bin jetzt in einem größeren Raum hier drin. Oh, da geht's weiter, ja. Gerade hat mein Seismograf kurz ausgeschlagen. Ich weiß aber nicht, ob da... Tidit. Gilt das jetzt? Also er tütet zwischendurch. Tremor detected. Nein! Ist er erwischt worden? Ich weiß es nicht, ich bin durch... Nee, ich bin nicht... Alles gut. Treibsand, der war ziemlich lang. Der Treibsand, wie ich da... Also ich nehme an, man, wir haben seismische... Weil der tütet bei mir die ganze Zeit. Neues Ziel entdeckt. Aufgaben. Durchquere das Brückenlabyrinth. Ja, ich bin dabei. Was habe ich denn hier gestört? Gräber, falsch. Zerstörung hatten wir noch. Radioaktivität, Reanimation, Zittern, nach Zittern war das. Ja, ich glaube, wir haben ihn dann schon. Okay. Das ist dann Deacon the Lost. Okay. Achso, kann ich über den irgendwas... Oh, was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht. Ja, guck mal, was der so... Ja, ich versuche mal was rauszufinden. Zerstört Gegenstände, belebt Leichen, wieder stört Gräber, Projekte, Stimme. Vom Radar erkennt... Oh, ich glaube, da kommt gerade eine... Ah, was geht hier? Oh, geh weg! Oh, da ist eine Spinne, siehst du, ich hab's schon. Ja, du hast es beschrien. Moment, vom Radar erkannt, verursacht Zittern, Radioaktivität, hörbare Schritte, elektronische Störung. So, können wir eingeben. Jed-Eigenschaften, schnell bewegend, super hören, radioaktive Signatur, stampft laut, sehr geringer Sehbereich. Ja gut, wir finden das noch nicht, wahrscheinlich erst, wenn wir es eingegeben haben. Komm, lass uns das eingeben. Wo ja, war's denn? Keine Ahnung. Ach, hier was. So, die Kim. So, was können wir jetzt dagegen tun? Lass mal gucken. Deacon the Lost. Ablenken. Sehr geringer Sehbereich. Und hört gut. Das stand aber eben schon da. Das stand schon da. Ja. So. Moment. Nimmst du sie, oder? Ja, ich nehme mal, wenn ich kann. Also, ich schmeiß was weg. Sehr egal. Ich schmeiß nur das weg. So. Okay. Da ist er. Okay. Okay, versuchen. Verursacht Zittern, ja? Kann man so sagen. Hier geht's auch raus, ne? Ach ne, wir haben ja keine Hebel bisher. Nee. Psst. Oh, was kommt denn da? Nebel gesehen bisher. Ich habe noch keinen einzigen gesehen. Eben. Blauer Nebel. Ist auch keiner. Okay.
Blaue Hebel und Zeug kommen. Oh ey. Sicher Spinne wieder. Besser. Was ist denn? Mein Amulett leuchtet nicht mehr. Das ist wahrscheinlich hier noch nutzlos. Oh, was ist das für ein komisches Geräusch? Das hört sich nicht gut an. Ah. Achtung! Wow. Ja. Er hat mich. Scheiße. Er hat mich. Ich war ja der. Kannst du Geld noch sammeln oder warst du gerade vor mir? Ja, ich muss mal gucken. Guck mal, Gott, geh zurück wieder. Verdammt. Hab ich gesehen. Ja, Geld habe ich alles eingesammelt. Mann. Wo ist dieser Scheiß hier? Ah, das ist dieses Wumpf, Wumpf, Wumps. Das ist der, wenn der läuft. Okay. Da läuft er nämlich. Der trampelt ganz schön beim Laufen. Oh. Wow. Das, was du weißt. So, ja. Oh, da kommt der Scheiß. Da lieg ich. Der ist zu schnell. Ja, er ist verdammt schnell. Der ist schneller als wir selber, deshalb konntest du eigentlich nicht entkommen. Scheiße, ja, man muss halt echt schleichen müssen dann irgendwie. Hätte man ihn mit Feuer irgendwie. Nee, eben nicht. Du kannst da nur gucken, dass er dich nicht entdeckt. Und dieses starke Stampfen, musst du halt gucken, dass, ja, dass du immer nicht vor die Flinte kommst. Dein Amulett hat mir auch nicht mehr viel geholfen. Nee. Man hat wieder kein Gold. Brauchen Gold. Was machst du? Ich wollte was gucken. Ja. Nee, okay. Ich wollte gucken, wie das Amulett funktioniert. Okay. So. Bin doch schon da. Gut. Aber diese Türen, wie man die aufkriegt, weiß ich auch noch nicht. Diese zwei Stück, die da mit Steinen zu waren. Ja, weiß ich auch. Da war nämlich auch was dahinter. Ich brauche mal da noch ein Werkzeug für oder so. Ja, oder einen richtigen Schalter oder so. So, ab ins nächste. Was? Oh. Was ist? Dafür, was ist das denn? Ein Riesenpimmel. Guck dir mal die Statur an. Ja, das sieht schon ja. Ein bisschen merkwürdig aus. Was ist das denn? Ja, das wieder. Okay, das heißt, sobald dann halt irgendwie eine Mitteilung kommt, dass man die Ziele schauen soll, muss man dann mal fotografieren. Einbalsamierungsaltar, ja, aber da kann ich doch machen hier. Ja, dann mach das doch. Ja, hat ja funktioniert. Ach, okay. Amulett, linke Maustaste, um zu verwenden. Eine Gebühr. Okay, also nur einmal. Okay. Ah. Amulett, ja, toll. Ist ja auch nicht wirklich hilfreich. Ah, okay. Jetzt habe ich wieder den Auswahlraum gefunden. Den finde ich immer als erstes. Macht unheimlich viel Sinn. Aber der
geht dann von hier aus. Moment, kann ich das. Also ja, von dem aus gegenüber. Ja, ich glaube, das könnte ich mir merken. Hoffentlich. Was passiert? Ich bin im Schlangenraum. Und da ist die Kobra. Und der. Oh, der trampelt. Der trampelt, also Schritte? Ja. Okay. Ja, wie kriege ich jetzt dieses Ding da? Moment, das ist Aufgabe. Ja, genau. Überwinde den Schlangenfallenraum. Ja, toll. Wie denn? Ich habe den überhaupt noch nie gesehen, den Schlangenfaulen. Da hängt die Schlange drin. Ja, macht Sinn. Na, Moment, da bin ich wieder falschen Weg. Soll ich die denn bitte überwinden? Wow. Okay, da ist die Schlange. Was gibt's denn? Achso. Okay, ja, noch gut. Ist nichts passiert. Echt? Keine Falle? Ah, doch einmal. Ja, jetzt ja. Okay. Hast aber alles da eingesammelt. Ich hab alles eingesammelt, wow. Ja. Hört es sich gerade sehr. Komm schon, du warst gerade sehr laut. Oder? Entschuldigung. Da ist er, Vorsicht. Wow. Ah! Jetzt ist die Schlange natürlich wieder frei. Ja. Da waren wir schon. Na toll, jetzt sind wir hier. Rupsel. Eigentlich einmal durch. Ich habe jetzt nichts weiteres hier. Na ja, gut, dann muss ich jetzt halt mal. Ja, ich muss auch mal. Who are you? Ey, geh weg. Blöde. Ich mach mal Metalldetektor. What is your name? Are you there? Oder nicht? Are you angry? Nee, reden will er nicht. Rüden. Ich höre zwischendurch immer über deine Boxen den Sound scheinbar. Ich habe keine Boxen an. Ja, aber. Scheiße. Er belebt Mumien wieder. Reanimation. Okay. Ah, bin noch ganz okay. Mein Gott, wieso gerade die Fackel angemacht, geht sie sofort wieder aus. Boah, ist das in ihr Garten? Ich habe aber auch noch keinen Hebel gesehen, ne? Ne, ich auch nicht. Keinen einzigen Hebel. Wäre vielleicht vorher mal nicht schlecht. Grunde nicht. Ah, ich bin nicht verletzt. Schlange, ey. Der zerstört was. Was ist da was? Er hat was zerstört. Ich hab's nicht gesehen, aber gehört. Wie kann ich denn diese blöde Schlange da ausmerzen? Ich habe keine Ahnung. Er hat mich schon wieder. Ich bin kritisch. Kein Hebel gefunden. Zerstört was, ja? Ja. Okay, ich hab grad eine Mumie vor mir hier. Kahn oder Rathaus, ja. Der war gerade bei mir. Aha, schon wieder so ein
Los. Ja, ich war mit auch. Probier ich mal die Seismik. Ah, jetzt habe ich das Ding gefunden. Ein Eingaberaum, ja toll. Ja, den hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gefunden. Boah, Schlange, geh weg. Ich hasse dich. Scheiße, das war der Idiot. Oder ist die Schlange? Sie haben auch echt keinen Schalter und gar nichts. Nee, und ich kriege auch keine Beweise mehr hier geliefert. Ich würde mich gern heilen können, aber. Ja, kann ich verstehen. Hast du mal nach dem Elektrodings geguckt? Was Elektrodings? Ja, magnetische Dings, ja. Oh. Ich habe da, ja, Dings, Metalldetektor habe ich ja, genau. Schon gemacht, ja. Kam auch nichts bei rum. Du bist noch gesund, mir geht's beschissen. Ja, ich bin noch gesund. Beweise für erhaltene Überreste. Ah! Gerade gesprochen, dass ich noch gesund bin. Beißt mich die Schlange. Aber ja, ich bin trotzdem noch gesund. Ich bin aber immer noch gesund. Ja. Nee. Aber das kann doch nicht sein. Kriegen. Irgendwas. Ist das Seismik? Nee. Ich glaube, ich stehe im Kreis. Keinen einzigen Hebel gefunden. Nee, ich auch nicht. Irgendwas ist merkwürdig hier. Ach Mann! Ich schon wieder die Schlange erwischt. Aber wieder so ein komisches Geräusch, ich weiß nicht, was das war. Ja, ich höre auch zwischendurch mal Geräusche, die ich nicht einordnen kann. Hm. Moment, habe ich hier gerade... Kurz einen Moment hatte ich das Gefühl, der Metalldetektor schlägt aus. Wir haben gerade schon wieder irgendwas gefunden. Oh, die Schlange. Ah! Mann! Haben wir was gefunden?
Aufgaben kartieren, fotografieren, überwinden. Überwinden den Schlangenfall umnehmen, ja, war ja nicht. Sammle Beweise für Überreste. Ja. Fotografieren Sie das innere Grab, das haben wir auch noch nicht. Ne, ist klar, kann ja nicht. Oder das Relikt der Mitarbeiter, ja, okay, das ist alles klar. Aber Beweise für Überreste. Auch noch nicht gesehen. Da liegt was drin. Da komme ich ja nicht ran. Wo liegt was drin? Da unten ist irgendwie was Komisches drin. Kann man das fotografieren? Weiß ich nicht. Nee. Nee. Dahinter ging es nicht weiter an dem Schlangenraum, ne? Nee. Schlange schon wieder, Vorsicht. Hier liegt so ein Zettel rum. Ja, den hatte ich auch, hatte ich mal aufgehoben, aber. Bringt nichts. Nee. Uns fehlt noch ein Beweis, das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich hätte dem. Ah, scheiße, ich bin so dumm. Gerade vor ihm. Ich hatte. Also er hatte so einen schwarzen Raucher und bekommen vor mir. Oh! Ja, okay, Metalldetektor geht. Okay. Dann ist es was? Technische Signatur. Rathaus. Ich hab Herzschlag. Ah, Schlange! Mm. So, ich bin hier. Bitte nicht mehr zurück. Ich hab's. Ich noch nicht. Gut, eigentlich ist es egal. Eigentlich könnte ich. Ah, ne, ich hab kein Fotoapparat mehr. Ja, ich komme. Ich werde es schon finden. Also, wenn ich in den Startraum komme. Ah, jetzt erwischt mich die Schlange wieder. Dann finde ich's. Ah, da bin ich ja schon richtig. Musst du fotografieren? Hm. Ein bisschen aufsammeln. So, wer nimmt das Ding? Das ist ja egal, wer. Ich habe nur noch keinen Hebel gefunden. Das ist das Problem. Nee, das stimmt. Das Problem habe ich auch. Na, vielleicht ist er dann jetzt da. Keine Ahnung. Ja, jetzt ja, können wir nur hoffen. Können wir nur hoffen. Oh, oh, pass auf, ist der. Hier ist schon. Ja. Oh ne, okay. Ja, nimmst du das Ding jetzt oder nicht? Ich dachte, du wolltest es nehmen. Nee, ist okay, jetzt hab ich's. Da ist doch ein Hebel. Hast du? Okay, ja. Dann raus. Dann raus. Ah! Was? Ich bin raus. Das war knapp, höre ich auch. Ah ja, da ist es, genau. Ark of the Covenant. Hast du die, also hast du die auch gekriegt? Ja, ja, also. Dann kriegt der andere auch die Errungenschaft. Ja, das wäre ja auch schön, wenn nicht. Dann müsste man sich ja um das Ding prügeln. Naja, eben. 130 so. Goldstücke, das war mal nicht schlecht. Boah, ich nur 90, warum nur 90? Ah. Ja, ja. Ich habe Goldhaufen gesammelt, 3 von 3, 15. Ne, das sind XP. Da liegt jetzt drin. Was liegt da oben? Ach, da liegt das Ding drin. Ja, oh, der Schrank wird doch langsam voll. In Ordnung, ich nur 90 Goldstücke kriege. Ach, das ist das Lore-Ding. Was? Naja, dieses Buch da unten, das sind die Lore-Seiten oder was auch immer. Und die kann man hier angucken, aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Der Art. Ohne gut. Ja, gut.
So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Futterbar 2, Sender 2. Fackel, eine verbesserte Fackel, die länger brennt. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, kann ich nicht leisten. Seismometer haben wir eigentlich. Dann ist das Radarsystem. Das kann ich mir nicht leisten. Tablet, was kann ich mit dem Tablet machen? Radar verstehe ich eh nicht. Radar, ja. Okay, das finde ich vielleicht noch interessant. Hicke-Amulett-Timer. Das Amulett habe ich auch, aber das habe ich noch nicht ausgetestet. Radarsensor. Mann. Ich weiß nicht, was man mit dem Tablet machen kann. Handfunkgerät. Ich probiere mal den Radarsensor. Da du ja kein Radar willst, ja, mache ich das dann mal. Und nehme ich das. So. Okay, okay. Also erscheint der Hebel erst, wenn man das Ding gemacht hat, ne? Sah so aus irgendwie. Oder wir müssen vorher ziemlich blind gewesen sein. Das kann natürlich auch noch sein. Gucken wir mal. Ja, Fragen über Fragen. Ja. Hast du jetzt die Fackel 2? Mhm. Okay. Voll die goldene Fackel. Radar. Okay, dann nehme ich mal der Metalldetektor gibt eh. Ja, komm. Nee, ich nehme das OCC mal nicht mit. Das brauchen wir eh nicht. Ist ja auch nur zum Auf. Weiß auch nicht. Ja, egal. Ja gut, wenn man nicht genug Beweise hat, ist es ganz gut, wenn man was findet. Wo gehe ich hin? Oh je, das Ding. Ja, ah, da ist wieder ein roter Hebel. Oh, oh, oh. Okay, oh, oh, ja, oh. Hier sind Fallen, pass auf, ich bin dreimal getroffen worden. Ich glaube, ich muss diesen Hebel hier betätigen. Dann mach das mal. Und wenn der oben ist, müssen die Fackeln eigentlich... Ich hoffe. Gehen die Fackeln jetzt? Nee. Ich weiß nicht, wo ich die... Oh. Wie geht's mir denn jetzt? Kritisch. Scheiße. Oh. Warte. Es ist wahrscheinlich der Hebel da, den man betätigen muss oder so, aber der hilft ja nichts. Ja, hier ist ja nur ein roter. Das heißt, es müsste ja noch ein anderer roter dann da sein. Ja. Scheiße. Ich glaube, das wird ein kurzes Spiel. Ich glaube, das auch, also zumindest für mich. Kannst du am Rand vielleicht gehen? Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob man das irgendwo erkennen kann, wo man drauflaufen kann oder nicht. Das weiß ich halt nicht. Das sieht nicht so aus. Oh, ja, das scheiße. Das war's für mich, ja. Naja, komm. Ach, da, ja, wir hätten die gleichzeitig drücken müssen. Du hast das gleiche Symbol drauf. Ja, ich dachte, dass du da, dass du mir das gesagt hättest, wenn du da einen solchen Hebel hast. Ja, das, den hätten wir gleichzeitig drücken müssen. Ja, schön. Ja, gut, okay. Ja, den hätten wir gleichzeitig. Ja, da ist ja ein Symbol drauf. Ich dachte, da wäre kein Symbol drauf. So auch nicht gesagt. Nee, ich dachte, das wäre klar, weil ein rotes. Ja, ist ja die Frage, was für ein Symbol da drauf ist. Ja, ja. Okay, das, also, nächstes Mal wissen wir dann, das ist dann der außen ist. Ja. So. Ja, okay. Komm mal. Das war eine schöne Runde. Ja. Ich renne da aber auch immer wie doof dahin. Ja, ich bin da auch wie voll reingerannt und tock, tock, tock. Erstmal drei Pfeile abgekriegt oder so.
Ich weiß noch gar nicht, von wo das kam. Wahrscheinlich kamen die von der Decke oder so. Nee, Boden. Echt Boden? Ja, das sind Spitzen, die aus dem Boden kommen. Ich hab sie, weil ich konnte sie die ganze Zeit nicht sehen. Was sind Spitzen? Ja, ich verbiete mir diese Spitzen. Da müssen wir hin. Den nehmen wir, und den Radar. Was ist denn eigentlich das Gelbe? Achso, das ist eine Zugeordnung. Du hast schon? Ja, ich hab schon. Ja. Ja. Hallo? Okay, fangen wir mit dem Fotografieren in Erinnerung, ne? 48% Beweise erhalten Überreste. Was sind eigentlich erhaltene Überreste? Sind das dann die Knochen, die ich eben da gesehen hatte? Berichte über vergangene Erkundungen überprüfen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich die Zettel dann lesen, oder wie? Ja, das sind ja die Aufgaben, die auch im Buch stehen, die da jetzt an der Wand waren. Ne? Ja, ja, ich weiß. Ich sag's nur. Ich wollte die vorher einfach mal lesen, um zu gucken, auf was ich achten muss. Hilfe. Ah. Halt. Hatte Hänger. Hier haben wir schon mal einen Hebel. Einen roten. Und auch wieder gegenüber einen. Leider nicht. Mit dem Radar gleich funktioniert, da bin ich auch noch überfragt. Ah, da geht er an. Muss ich die jetzt fotografieren? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Das sind erhaltene Überreste dann wahrscheinlich. Hm. Immer wenn dann der Mitteilung kommt, dass man die Aufgaben überprüfen soll, dann muss man irgendwas tun. Ah, ja. Ach, hier liegt doch Geld drauf. Danke. Ach ja. Hm. Der Affe. Ich höre noch was. Den Affen mag ich. Affen? Ja, die Affenstatue da. Ach so. Toll. Ist klar. Neues Ziel entdeckt. Verfolgen Sie beobachtete Phänomene auf der Registrierkarte. Ja. Zugang zur Haftkammer. Ach, da ist das die Haftkammer, die hier ist. Okay. Ach, die sind... Ja, nur wie kommt man da hin? Ist das die Haftkammer? Hm. Was ist die Haftkammer? Das da hinten dran wohl. Er okay, er macht aus. Er pustet aus, genau. Da hinten dran ist die Haftkammer wohl. Da habe ich nämlich die Mitteilung gekriegt. Das heißt, irgendwo. Irgendwo müssen wir sie aufkriegen, okay. Oh, elektromagnetische Dingens. Quatsch, okay. Magnetische Verzerrung. Okay. Das war mein Tacho. Mein Tacho schon wieder. Who are you? Silence! Oh. Wow. Okay. Sprechen tut er wohl. Haben wir schon irgendwas? Nee. Ich sage ja schon nichts mehr. Da ist noch mal eine Kurbel. Vielleicht ist das die Kurbel. Der Hebel. Wo ist denn der? Wo ist denn der andere? Oh. Wo ist denn der andere Hebel? Hast du da einen roten Hebel? Mhm. Ist doch hier bei... Am Eingang ist da einer. Eingang? Ja, wo wir reingekommen sind, unten. Ja, ja, den hatte ich ja. Ach, den hast du. Da ist einer. Ja. Kannst du mal an den Eingang kommen? Ja, mal gucken, ob ich das kann. Wird sich jetzt gleich rausstellen. Warte.
Okay, da ist einer. Kannst du den da nehmen? Ja. Oh, oh, Vorsicht, das ist eine Mumie. Moment. Hier muss ich. Dann verschwind. So. Oh, noch eine. Na. No. So. Hast du? Warte. Ja. Eins, zwei, drei. So, vielleicht ist jetzt die Haftkammer offen. Weiß ja noch, wo die war. Nee. Ich auch nicht. Waren auf jeden Fall diese zwei Ziegenböcke da dran. Oh. Liegt eine Menge. Oh, hier steht was. Kann ich das mal kurz festhalten? Ja, kann ich. Hm? Der Tod ist nur der Anfang, steht an der Wand. Und da liegt darunter ein Skelett. Oh. Und hier ist ein Rucksack. Oh, das sind vergangene Expeditionen oder was? Also vorangegangene, meine ich. Ja, ja, klar, da liegt auch eine Fackel bei, ein Ank und ein Rucksack. So, wo ist jetzt dieser Scheiß? Hier kannst du dir mal angucken, kannst du live angucken. Hier, da in der Ecke liegt da. Ah, da, hast du es fotografiert? Ja, ja. Ah, okay. Dann müssen wir jetzt nur noch die. Ah, das war ja die Kammer, okay, das war ja die, die wir aufgemacht haben. Ach so, das war. Ach, deswegen. Das war die Haftkammer. Die war dann schon auf, ja, alles klar. Ist die jetzt abgehakt? Ja, die ist abgehakt. Okay. Jetzt müssen wir das innere Grab und die Beweise halt noch. Funktioniert ja richtig gut. Ja, so ein bisschen. Brauche ich nur mal. Da kann man es eingeben. Ja, toll. Aber mir fehlt noch ein Beweis. Was sagt denn der Seismo? Ich weiß es noch nicht. Es ist. Oh oh. Der Seismograph, der reagiert ja auch nicht überall, der reagiert dann auch nur immer an bestimmten Punkten. Ich sehe nichts. Oh, da will ich das Leben draus schaffen. Wir haben richtig viel. Ja, Moment! Ich habe doch eben ein Skelett in Dingens abgewehrt. Da haben wir doch schon Beweis. Stimmt, stimmt. Reanimation. Stimmt ja. Also jetzt haben wir noch zwei Stück. Talgor oder Ofris. Ufris. Okay, und das bei vier Beweisen schon, ey. Hammer. Also wenn es Zittern wäre, wäre es Ufris. Nee, auch nicht. Zittern spielt keine Rolle. Ach, scheiße. Könnte es denn noch sein? Nein, nein. Hm. Also von Radar kriege ich auch nichts. Sehr short. Dann gucken wir wieder Metall. Nee, hatte ich nicht Metall schon. Weiß nicht. Nee, hatte ich nicht. Das war in der letzten Runde. So, jetzt kann ich ja mal den Kompass wegmachen.
Die Sprachbox wird machen. Ich schau auch mal den Seismoment runter. Ja. Ich weiß gar nicht, wann der ausschlägt. Also wie das aussieht, wenn der ausschlägt. Ja, das merkst du dann schon. Der macht doch ein Geräusch. Ah. Hier, boah, ich laufe nur im Kreis. Ich auch. Können wir mal zusammen im Kreis laufen? Was für einen Kreislauf tun? Wir haben mal Magnitude 8 hier. 9. Ja. 7, noch was? 8. Hey, das bringt mir nichts. Da muss ich nochmal. Ich probiere nochmal Radar. Soll noch möglich sein, noch einen letzten Beweis hier zu kriegen. Was war denn das Knacken hier? Ich weiß das auch nicht. Du tut? Ja, jetzt, ja. Jetzt schlechter aus, ja. Seismometer. Okay, also zittern. Ja. Dann haben wir immer noch 2. Mann. Ach, scheiße. Ich schon 5 Beweise und immer noch 2 möglich. Okay, elektronische Störung habe ich keine vernommen. Geigerzähler haben wir keinen. Jetzt bin ich schon wieder hier in diesem Raum. Kann doch nicht sein. Ja nicht, was ich sonst noch machen könnte. Lass mal kurz mal checken. Was haben wir denn? Welche haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben Ofris oder Talgor. Ofris pfeift? Ah, das ist der Gestaltwandler. Okay. Und Talgor absorbiert Flammen, verlangsamt durch Sprache. Hör genau zu, Tablet verwenden, unsichtbar. Ah, Tablet hätte ich eben kaufen können, aber dann dachte ich mir, hol lieber mal. Gegen den Ofris hilft das Amulett, das hilft auch nicht über jeden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist Talgor. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, er ist unsichtbar. Ja, schon gesehen, aber noch nicht. Absorbiert Flammen, das kann durchaus sein. Verlangsamt durch Sprache, weiß ich nicht, was das heißt. Aber der flüstert ja manchmal so komische, langsame Sachen, als ich wäre für Talgor. Okay. Sag ich jetzt einfach mal, vielleicht bin ich auch falsch, aber wir finden jetzt auch keinen. Boah. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, eigentlich. Ich habe hab auch noch keine Wolke und gar nichts gesehen, deswegen bin ich für Talgor. Oh. Okay, mein Metalldetektor geht. Oh, dann. Metallische Signatur. Und schon haben wir Ofris. Oh, Ofris. Ja, scheiße. Ah, nee, hey, nicht Ofris. Gut so. Ofris so. Ist gruselig. Ja, das mag sein, aber wenigstens haben wir jetzt den richtigen. Ofris ist kacke. Ich bin sehr froh, dass der Metalldetektor noch ausschlug. Imitiert sein Opfer. Ja klar, da hat er mich imitiert. Letztens. Ja. Versteck dich, bevor es dich sieht. Amulett verhindert Angriff. Na toll. Gestaltwandlung. Ja, toll.
Jetzt finde ich natürlich die Stelle nicht mehr, wo man das eingeben musste. Ich stehe da gerade. Echt? Ja. Kann ich dich irgendwo sehen? Da, ja, 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 link, da. Ja, jetzt sehe ich dich. Ufriss, ne? Jo. Scheiße, ey. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein und uns dann verstecken, dass er uns nicht sieht. Du gefällt das so? Oh. So, diesmal nehme ich das Ding. Okay. Mal erstmal wieder die Fackel in der Hand nehmen. So. Vielleicht rennt okay. Er dann noch dir nach. Ah ja, kann sein. Es geht los. Jetzt brauchen wir die. Hier ist ein roter Hebel, ne? Ja, das ist ja egal. Das war ja der von eben. Ach, stimmt. Noch einen blauen. Ja, schade, weil hier ist nämlich noch ein roter Hebel. Oh, scheiße. Auch scheiße. Einen blauen. Er hat meine Gestalt. Er hat meine Gestalt. Echt? Ach, das ist ja übel. Ja. Bin mir gerade begegnet. Das ist übel. Und er hat mich nicht gesehen. Das ist gut. Bist du? Okay. Scheiß Hebel. Bist du das jetzt, dem mir da entgegenkommt? Nee. Nein. Oh, scheiße, wer bist du? Oh nein, ich muss weg, ich muss weg. Scheiße, sie hat mich. Sie hat mich gesehen und rennt mir hinterher. Nee. Scheiße. Sie lässt nicht von mir ab. Ich bin aber schwarz. Hau ab. Oh, kacke, die ganze Zeit hinterher. Warum bin ich das Opfer? Der andere hat das Ding. Ja. Den scheiß Hebel. Oh, jetzt höre ich auch wieder. Ich höre Schritte. Ja, ich rennt mir hinterher. Was war das? Bei dieselbe Frage, was war das? Haben wir irgendeinen Hebel gefunden? Aber nicht, oder? Nee. Doch, nee. Treffer. Hier waren wir doch am Anfang, scheiße. Was war denn hier? Ich hab einen Hebel. Hebel ist betätigt. Oh, scheiße, muss ich noch rausfinden. Nur noch. Ja, wem sagst du das? Meinst du, ich finde hier jetzt so leicht raus? Ich muss einfach nur rennen. Dahin ist falsch. Kann nur da. Oh. Bin raus. Okay, ja, und der Typ rennt hinter dir. Nein, ich bin. Ah! Sehe nix. Oh, scheiße. Ja, jetzt rennt er hinter mir her. Und pfeift. Ich bin raus. Ich hab nur das Ding nicht. Das heißt, du musst raus. Ja, ich versuche einmal im Kreis zu rennen hier um. Wo ist die Scheißtreppe? Da. Da. Oh mein Gott, ey. Boah. Da, wo ist jetzt das Auto? Ja. Da. Geradeaus durch? Nee. Nee, ach da. Puh. Ich wollte auch schon immer mal die da anzünden. Oh, hübsch hatten wir noch gar nicht, ne? Nee. Wo muss ich denn jetzt? Die Tür. Auf die Tür. Ja, okay. Juhu! Ist das Ding daneben gefallen? Errungenschaft! Ja. Oh, das ist so gruselig, ey, wenn die meine Gestalt annimmt und mir hinterher rennt. Aber die hat mir nichts getan. Ja.
Irgendwann fing er an zu pfeifen. Ich glaube, das kommt vorher, das Pfeifen, bevor. Ja, das könnte sein. Fürs losgeht dann. Aber ich bin auch durch mich durchgerannt, aber ich war schwarz im Gesicht. Was habe ich denn jetzt? 99 Goldstücke? 84 Goldstücke. Okay. Ja, das war ja Level 11. Gucken wir mal, was wir da noch gucken können. Cool. So, ich glaube, ich bin insgesamt 131. Timer. Was habe ich denn von einem Timer? Ich hätte gern mal einen Geigerzähler. Ach, das ist ein Geigerzähler. Oh Gott, wir sind geil, ne? Wieso? Ja, das gelbe Ding ist kein OCC, das ist ein Geigerzähler. Ist das so? Ja. Ach so, ja, gut. Das ist ein Geigerzähler. Ja, OCC, was sind das? Oktan? Oder was sind OCC? Nee, OCC war doch das verfluchte Ding von dem scheiß Ghost Hunters. Ja, aber das ist doch. Das steht doch für irgendwas, das OCC. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das ja kein OCC, es ist ein Geigerzähler. Ich bin so doof. Ja. Ja, jetzt ist halt die Frage. Das heißt, es ergibt ja doch Sinn, den mitzunehmen. Inventargürtel 2 habe ich ja, Schutz im 2 habe ich auch. Smartwatch 2, was soll die denn bringen? Weiß auch keiner. Sender 2. Weiß auch keiner. Route ist out of stock. Handfunkgerät, glaube ich, hol mal. Ist jetzt so die Frage. Einerseits das Amulett. Andererseits... Ich kann mir auch gar nichts kaufen. Muss gar nicht gucken. Das Amulett hatte ich gerade und dann blieb er da bei mir vor mir stehen. Das war... Aber dann bin ich gerannt, dann ist er wieder nachgerannt. So wirklich viel. Und das kannst du auch nur einmal anwenden. Komm, ich hol mal ein Tablet. Na gut, da könnte ein anderer halt, halt dich sehen, ne? Das... Womit? Ja, das ist ja eigentlich nur wie die Kopfkamera quasi. Also wirklich bringen tut das nichts. Naja, gut, aber die Folge ist schon ziemlich lang geworden. Ja. Ist fast eine Stunde lang jetzt. Und deshalb verabschieden wir uns für den Moment. Aber ihr seht uns natürlich bald schon wieder, denn wir drehen natürlich weiter. Und wenn euch das gefallen hat, wisst ihr ja, Däumchen. Und nächstes Mal wieder zuschauen. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.